Hello, everybody. I hope you have a wonderful morning, evening, afternoon, whenever you watch this. This is our second lesson about reported speech. Today, we take a closer look at something called backshift. The backshift. Backshift is the changing of tenses from direct speech to reported speech, like go turns to went, or went becomes had gone. Also bei der reported speech, der indirekten Rede, gibt es etwas sogenanntes Backshift, bei dem Verben in der Zeitform verändert werden. From the last lesson, we learned how to change the tenses. For example, play becomes played, present simple becomes past simple. If you have a sentence with the past perfect in it, in direct speech, it stays past perfect. Or if you have the present perfect in a sentence, it changes to the past perfect. In other words, the first form becomes the second form. The second form becomes had plus the third form. Have or had and the third form also changes to had and the third form. And will becomes would. This is from last time. I want you to take your classwork and copy this page. The headline is reported speech backshift. And I want you to write this into your classwork. Also die Schulübung von heute. Bitte diese beiden Tabellen hier ins Schulübungsheft schreiben. Okay. On page 25, in your worksheets about unit 3, you find examples of this backshift. So I want you to take your worksheet and open it up on page 25. It looks like this. And for example, you have the word went in this table. I want you to look for it, search it, and underline it. And you can see went becomes had gone in reported speech. So you can see which tense changes in which other tense. If you have was in direct speech, it changes to had been. If you have the word were, it changes to had been. And so on. On page 26, I want you to ride along. Also ich möchte, dass ihr jetzt mitschreibt. Unsere heutige Schulübung findet auf diesen Zetteln noch teilweise statt. Wir werden gemeinsam die Lösungen eruieren und ihr schreibt mit, damit das auch korrekt drinnen steht. Also Seite 26, das erste Kästchen oben, mit A markiert, die Gegenwart. In English present tense wird zur. In was verändert sich die Gegenwart, die erste Form? Hier steht schon, die erste Form wird zur zweiten Form. Hier muss also dann stehen, die Gegenwart wird zur Mitvergangenheit. Und wie nennt man die Mitvergangenheit in Englisch? Past tense. Okay. Du kannst das Video jederzeit natürlich pausieren, damit du auch gut mitkommst. Du hast jetzt einen Satz in der direkten Rede. Du erkennst den, wie wir letzte Stunde besprochen haben, an den Anführungszeichen. Und es sind immer wieder Wörter eingekreist, die sich von der Umwandlung direkte Rede in die Reported Speech verändern. Worauf wir uns jetzt konzentrieren,
ist die Zeitformen, also die Verben. Die Verben, die sich in unterschiedliche Zeitformen verwandeln. So, was glaubt ihr, was wird jetzt da draus? Jim sagte, dass sein bester Freund, also der Name seines besten Freundes, Mike war. Also is wird zu, zweite Form von is. Jeder überlegt mal kurz. Was. Hier steht dann, his best friend's name was Mike. Ich möchte auch, dass du das is farbig markierst und das was natürlich auch farbig markierst bei dir auf dem Zettel. Aus dem my wird ein his. Mein bester Freund, sagte er. Und Jim sagte, dass sein bester Freund, also der Name seines besten Freundes, Mike war. So. Ihr seht aber, das sind alles Beispielsätze von der direkten Rede in die Reported Speech. Und in welcher Zeit? Gegenwart in Mitvergangenheit. Auch dieser zweite Satz hier ist wieder in der Gegenwart und muss also in die Mitvergangenheit Past Tense umgewandelt werden. Die direkte Rede wieder in Anführungszeichen. In der Reported Speech brauchen wir dann keine Anführungszeichen mehr. Das I muss sich verwandeln und das Like, das Zeitwort, muss sich verwandeln. Also, wer weiß das? Sue said that she, zweite Form von like, liked swimming and diving. Der Rest bleibt gleich. Sue said that she liked swimming and diving. Punkt ohne Anführungszeichen. Direkte Rede, Joe, I love ice cream. Auch wieder ein Satz in der Present Tense. Und Present Tense, wissen wir, wird zur Past Tense. Erste Form zur zweiten Form. Love wird zu loved. Joe said that he loved ice cream. Nicht vergessen hier den Einleitungssatz, Joe said that. Hier war der Einleitungssatz Sue said that. Hier ist der Einleitungssatz Jim said that. Das said ist die Past Tense Form von dem Wort say. Letztes Beispiel, bei dem wir die Gegenwart in die Mitvergangenheit verwandeln, also die Present Tense in die Past Tense oder die erste Form in die zweite Form. Tim hat gesagt, this homework is too difficult for me. Diese Hausübung ist zu schwierig für mich. Wo ist hier das Zeitwort zu finden? Genau, is ist das Zeitwort. Das markiert sich farbig. Falls ihr es vergessen habt, hier oben auch die Zeitwörter farbig markieren. Die Lösung lautet, na, probier's mal für dich selbst. Tim said that that homework was too difficult for him. Aus this wird that. Das ist jetzt einmal nicht so wichtig, weil wir uns ja heute auf die Zeitwörter konzentrieren. Aber merkt euch, ihr könnt es auch auf der vorigen Seite 25 nachschauen. Ganz unten seht ihr auch Wörter, die sich verändern werden. This wird zu that. Und in dem Fall auch me wird zu him. Aber was hier jetzt für uns wichtig ist, aus dem is, Present Tense, wird das was, Past Tense. Gut, wenn ihr das abgeschrieben habt und auch farbig unterstrichen habt, gehen wir zum Kästchen B in der Mitte. Diesmal steht der Satz in der direkten Rede in der Past Tense. Traveled, also mit Vergangenheit oder Past Tense. Past Tense Sätze werden in welche Zeitform verwandelt? Vor,
Vergangenheit, die Zeitform, die wir den letzten Wochen sehr viel geübt haben. Wie nennt man die? Past Perfect Tense. Zweite Form wird zu had plus der dritten Form. Also die Past Perfect setzt sich zusammen aus dem had plus der dritten Form. Auch hier verändern sich wieder mehrere Begriffe. Auch deswegen ist auch hier das we eingeringelt. Wir konzentrieren uns aber wieder nur auf die Zeit, auf die Verbenzeitform. Traveled, Past Tense, wird zu Past Perfect. Past Perfect bildet man mit had plus der dritten Form. Also kann hier nur aus traveled had traveled werden. Jane said that they had traveled by plane to Greece. Auch wieder der Satz ohne Anführungszeichen in der Reported Speech. Und der Einleitersatz Jane said that. Nächster Satz. Mary, the food was very good there. Das Zeitwort hier ist was, wird farbig markiert. Wie gehen jetzt die drei Formen von was? Erste Form ist be, dann kommt was oder were und die dritte Form ist been. Ja? Also had plus der dritten Form had been. Mary said that the food had been very good there. Du unterstreichst das was in Farbe und daraus wird ein had been ebenfalls in Farbe markiert. Also zur Wiederholung, wir haben die Wörter in der direkten Rede in der mit Vergangenheit, Past Tense, und in der Reported Speech werden sie umgewandelt in die Past Perfect Tense. Past Tense wird zu Past Perfect Tense. Phil, we enjoyed our holidays very much. Das Zeitwort hier ist enjoyed. Aus Past Tense wird Past Perfect Tense. Enjoyed wird zu had enjoyed. Phil said that they had enjoyed their holidays very much. Und letztes Beispiel. Paul, I went sightseeing with my friend. Das Zeitwort hier. Went. Die drei Formen von went sind go, went, richtig, gone. Paul said that I, nein, I wird verwandelt. Paul said that he had gone sightseeing with, Achtung, with his friend. Auch hier konzentrieren wir uns wieder nur auf die Zeitwörter. Ihr merkt es aber jetzt schon, andere Wörter verändern sich mit. Diese anderen Wörter muss man halt auswendig lernen. Ja? Okay, und immer noch auf Seite 26, das dritte Kästchen kommt jetzt. Also das war jetzt das zweite Kästchen in der Mitte. Diesmal haben wir Sätze in der Vergangenheit. Wie nennt man die in Englisch? Present Perfect Tense. Und Sätze in der Vergangenheit, in der Present Perfect Tense, wird es ebenfalls, so wie vorher auch, zur Vorvergangenheit. Past Perfect Tense. Also have plus die dritte Form wird zu had plus die dritte Form. Das ist einer der einfacheren Beispiele, da du wirklich nur aus dem have ein had machen musst. Alles andere bleibt gleich. Außer die zusätzlichen Wörter, die sich noch verändern werden. Also, Carol, I have been to Britain 5 times before. Carol said that she had been to Britain 5 times before. Du unterstreichst auch wieder das have been und daraus wird das had been.
Nächstes Beispiel, Peter. We haven't seen the film yet. Das Zeitwort ist haven't seen. Und daraus wird, aus haven't wird, had not oder hadn't. Aus dem we wird übrigens ein they. Peter said that they hadn't seen the film yet. Und letztes Beispiel, Chris, we have had a wonderful time there. Und so komisch es auch klingt, aus dem have had wird ein had had. Zweimal had hintereinander. Klingt komisch, ist aber so. Chris said that they, wieder aus we wird ein they, had had a wonderful time there. So, nächste Seite. Page 27, the first box. Jetzt zu guter Letzt noch die Zukunft. Wie nennen wir die Zukunft? Future Tense. Das Tense wurde bei mir hier abgeschnitten. Ich hoffe, bei euch steht das noch ganz drauf. Ansonsten bitte ergänzen. Tense wird zu Conditional, will wird zu would. Also ebenfalls wieder recht einfach. Du veränderst nur das will und das will wird would. Natürlich auch die Pronouns verändern und hier auch bei next week dann etwas zu beachten. Lösung schaut so aus. Janet said that she would probably fly to New York the following week. Aus I wird she. Ist ja die Janet, die das sagt. Aus will with would. Also das will auch bitte markieren. The following week. Das bildet sich aus dem next week. Weil es könnte ja sein, dass das eine Woche schon später ist, an dem wir das jemandem erzählen. Und dann ist ja das nicht mehr next week. Das stimmt ja dann nicht mehr. Sondern es war die folgende Woche in diesem Gespräch. Dieses Gespräches. Und letztes Beispiel. Mark sagt, they will be here this afternoon. Aus this wird that. Ist in der Tabelle vorher zu sehen. Auf Seite 25. Und aus will wird wieder would. Will be wird would be. Mark said that they would be there that afternoon. So. Das nächste Kästchen ist dieses grau unterlegte Kästchen, was hier bei mir so furchtbar zu lesen ist. Das ist deine Hausübung. Das sind nochmal alle diese Zeiten, die wir gerade gemacht haben, durchgemischt. Als kleiner Checkup, ob du das jetzt auch verstanden hast. Du füllst das also auch aus. Und auch das lädst du dann hoch. Nochmal kurz zur Übersicht, was hochzuladen jetzt ist. Die Schulübung Reported Speech Backshift vom Anfang des Videos, wie ich das kurz erklärt habe, also diese Tabellen, beide Tabellen im Classwork-Heft, zur Not auch im Homework-Heft, ist mir eigentlich relativ egal. Das ist das erste Bild, das du hochlädst. Zweites Bild, das du hochlädst, ist Seite 26 korrekt ausgefüllt, was wir jetzt gemeinsam gemacht haben. Und die Seite 27 ausgefüllt. Inklusive der Hausübung, also von dem Beispiel, das wir nicht gemeinsam gemacht haben, das du selber machen musst, diese drei Bilder bitte hochladen auf EduSchool. So, I hope this was helpful for you. And see you next time. Bye.